Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Landhauswerwölfe. Und ja, wir haben tatsächlich beim letzten Mal Werwölfe kennengelernt. Jetzt haben wir auch das andere Rudel kennengelernt. Und jetzt würde ich gerne mich noch näher mit ihr anfreunden, damit wir auch mit denen irgendwie... Mag keine Queen Anne Deko. Ja, das ist ja nicht schlimm. Oh Mann, jetzt muss ich mich mit der unterhalten. Ich will mich nicht mit der unterhalten. Ich möchte gerne mit ihr hier reden. Nach Hobbys fragen, Tag verschönern. Oh, kann man mit denen nicht eine Gruppe machen? Vielleicht sind wir jetzt ja ein bisschen mehr miteinander befreundet. Sie mag Geige und mag Fitness. Das ist ja cool. Nabatani Rubin Kasana. Namisa. Spino. Habanor. So. Tut mir leid, aber ich kenne dich noch nicht gut genug. Was willst du denn von mir noch wissen? Babsani Yembamak. Rory bejubeln? Nach Lieblingsfarbe fragen? Nach Hobbys fragen? Kochtipps geben können wir auch mal machen. Umarmen. Also ich finde, dass man tatsächlich, dass ich da mal eine neue Gruppe machen soll, sollte. Weiß gar nicht, warum ich hier eigentlich drin bin. In den Gartenzwergen. Da. Ich möchte hier gerne raus. Ich möchte gerne selber eine machen. Und zwar Werwolf. Werwolf. Nee, weißt du, wir nennen sie einfach Wolfgang. Ist doch klar. Und dann werden wir uns natürlich dieses Bärengedöns Ei reinpfeifen. So, kann man da irgendwie Merkmal eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wir miteinander freundlich umgehen. Und wir könnten vielleicht ein bisschen Sport machen. Das würde dem Andy unter Umständen auch gut tun. Und da laden wir, weiß gar nicht, ob er eigentlich ein Werwolf ist. Unter Umständen, ne? Wir müssen erstmal gucken, wer eigentlich hier alles. Links kann ein Treffpunkt. Können wir gerne meine Hütte, Andys Hütte, dingsen. Da ist ja bestimmt auch viel Spaß. Ich meine, kann man bestimmt auch viel Platz zum Trainieren verwenden. Gemein sein. Und kämpfen geht auch nicht. Kämpfen ist auch Dings. So, und dann bin ich mal gespannt. Nur Eingeladene, genau. Sehr schön. Weil da soll ja nicht einfach irgendjemand rein Gruppen, in Gruppe einladen. Können wir doch gerne mal machen. Magst du gerne in meine Gruppe? Glückwunsch, Andy hat erfolgreich die Gruppe Wolfgang erstellt. Was ich tun würde, wenn ich Vlad Straut begegnen würde? Ich würde natürlich gegen ihn kämpfen.
Airbus. Wombo Jungi. Obi Azara. Er muss wissen, wer hier das Sagen hat. Und es ist bestimmt kein alter böser Vampir. Machst du Witze? Sicher will ich bei der Gruppe Wolfgang mitmachen. Oh Mann, wie schön. Oder Wolfgang fragen. Obi Azara. Afflin. Zeppin. Filin Wat Solo Nu. In the Pulvar. Ach, Lieblingsfarbe wissen wir doch schon. Einsatz für Diplomatie der Moonwood-Kommune loben. Ja, selbst als Kind war ich sehr individualistisch. Ja, Christopher ist mein Vater, aber ich war immer Rory Oglow. Verstehst du? Ich werde meinen Namen nicht für einen älteren Werwolf ändern. Jacob wollte das. Das ist seine Entscheidung und ich akzeptiere das. Aha. Okay. Alles klar. Hitzkopf. So, vielleicht sind wir ja jetzt besser miteinander befreundet. Larkin Flover? A frosh quank? Ah, tatsächlich. Willkommen, brandneuer Freund der Wildfangs. Hänge mit uns ab, wann immer du möchtest. Oder schau vorbei und nutze unseren Wohnwagen. Und hey, es ist keine Pflicht, aber wir werden nicht Nein sagen, wenn du uns in Zukunft irgendwelche coolen Sachen geben möchtest. Oh ja, ich meine, so abwechselnd kann ich euch bestimmt irgendwas vorbeibringen. Wie zum Beispiel Basilikum. Ach, guck mal. Wer bist du denn? Ach, Lu. Der hat auch dieselbe Frisur wie ich. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal mir einen anderen Haarschnitt machen. Ach, guck mal, hier laufen sogar Ratten rum. Wie cool. Ausruhen. Wie ausruhen? Wie wär's mit waschen? Das ist schon cool. Ich denke mal, wir werden jetzt auch eher mal nach Hause düsen. Da haben wir ja zumindest mal Werwölfe kennengelernt, was ich irgendwie cool finde. So, aber du hast ein bisschen Hunger, ne? Wie geht's denn unseren Tieren? Leicht verschmutzt? Oh Gott, unglücklich ausgehungert. Und die Rechnungen sind gekommen. Wie viel müssen wir denn bezahlen? 7.000? Oh Gott. Ja, da müssen wir mal gucken, dass wir... Ah, ich habe auch auf dem Dach habe ich kein Solar. Außerdem habe ich da irgendwas anderes noch. Was da nicht unbedingt hingehört. Ja. Sachen gibt's. Solar. Ah, es gibt ja auch einen... Haben wir das nicht eigentlich schon drauf? Nee, ne? Dann machen wir uns das doch. Vielleicht wird das auch ein bisschen günstiger. Und ich möchte gerne mir eigentlich für aufs Dach Solar packen. Weiß gar nicht, wo das nochmal ist. Ich glaube Aktivitäten oder so. Da haben wir zumindest fürs Dach, genau. Einmal hier. Und einmal da. Und einmal da. Und einmal auf der Seite.
Das sollte ja eigentlich reichen. Und wir haben ja noch zusätzlichen Solardach. So. Müssen wir das hier erstmal alles auf Vordermann bringen. Also zu Landhausleben hat man ja überhaupt keine Zeit mehr im Prinzip. Ah, Wasseraufbereiter. Da müssen wir noch einen Wasseraufbereiter machen. Und hier wäre es ganz nett. So, und was können wir hier mit dem Dings machen? Hier können wir auch ein energieeffizientes Gerät draus machen. So. Wasseraufbereiter, sehr schön. Nee, also mit dem Benzin, das werde ich nicht machen. Wasseraufbereiter sollte eigentlich reichen, ne? So, was können wir denn noch machen? Ich glaube, der Backofen, den können wir in ein energieeffizientes Gerät verwandeln. Und das verdorbene Essen können wir mal aussortieren. So, hast du das jetzt noch abgeschlossen? Andy fühlt sich zu unwohl. Du bist echt schwierig, mein Freund. Aber macht nichts. Wir sind ja nichts anderes von dir gewohnt. Und die Bäume sind größer geworden. Zumindest unsere gekreuzte Pflanze ist größer geworden. So, hier wachsen jetzt Granatäpfel und Birnen dran. Und hier sind Kirschen und Zitronen. Sehr schön. Oh. Ha. Wie passend. Ja, unser Caruso, der war eine schöne Zeit mit dir. Oh Mann, du. Warum bist du denn jetzt wach geworden? Wahrscheinlich wegen Hunger oder so, oder weil der Sensemann halt so laut das Huhn mitgenommen hat. So, was können wir denn hier? Hier haben wir noch nicht mal den Lebensverlängerer. Müssen wir mal gucken, dass wir die Eier hier mal zusammenkriegen. Und erstmal machst du hier mal den Stall sauber. Alle gießen, alle jäten. Und am besten. Oh Mann, ey. Ich weiß nicht. Er hat aber überhaupt gar keine Zeit für Landhausleben. Hoffentlich gießt er nicht nur eine Pflanze, ne? Können wir eigentlich schon Kürbis ernten? Wir können theoretisch, ne? Jetzt müssen wir erstmal alles hier. Ach nee, nicht schon wieder Dominik. Ich bin froh, dass du mir geraten hast, Zeit mit Alex Moyer zu verbringen. Denn ich habe mich gut amüsiert. Ja, danke für die Info. So, dann ernten wir doch mal den Kürbis. Hallo? Was soll das? Profigärtner. Sieht aus, als wäre alles fertig. Warte mal, mein Fräulein.
Ich denke mal nicht, dass du hier einfach herkommst und dann dir einfach 64 Simoleons unter den Nagel reißt, obwohl du überhaupt gar nichts gemacht hast. Zum einen muss ich die Rechnung bezahlen und zum anderen werde ich hier wie mache ich das denn am dümmsten? Reinigungsservice, Gartenservice abbestellen. Und Reinigungsservice brauche ich jetzt auch wieder nicht. Squaws Nelcher, Lange Chilo, Prince Shark, So. Whistle Kumbar, Und Sincere Reinigungsservice brauche ich auch nicht. Shabini Jabid, Turp System, Shema Corbett, Shabini Jabid, Turp System. So. Über Federpflege reden. So, Eier sammeln. Dann müsste ich eigentlich mal die Viehställe hier sauber machen. Und dann müsste ich in die Stadt. Und dann mal die Kürbisse vorbeibringen. Ich hoffe, dass die Knautschgesicht-Tante da ist. So. Müssen wir erstmal selber duschen. Und dann müssen wir tatsächlich mal zum Markt. Das werden wir, denke ich, noch hinbekommen. Hanford und Berkeley, genau. Und zwar dann zur Bar. Da müssen wir eigentlich niemanden mitnehmen. Weiß nicht, ob wir auf die Lea, also die Ex-Frau, treffen. Da können wir eigentlich auch mal vorbei. Und da mal die Beziehung wieder ein bisschen. Dass die sich nicht hassen, weil ich habe gesehen, die haben immer noch diesen roten Balken. So. Habe ich nicht für dich irgendwelche Dinge, die ich dir geben sollte? Ach, die wollte die goldene Wolle haben. Ja, da kannst du lange warten. Ah, guck mal, die Knautschgesicht-Tante ist tatsächlich da. Aber jetzt gucke ich erstmal, ob sie vielleicht was für mich hat, was interessant ist. Weil wir suchen ja immer noch das Leckerchen für die goldenes Dingsbums. Och Mann, jetzt hör auf zu brüllen, Mädel. Sie ist sowieso schon wütend. Keine Ahnung warum. Ich kann nichts dafür, wenn das hier so lange dauert. Hast du denn jetzt endlich mal irgendwas dabei, was ich gebrauchen kann? Gemüse und Kräuter. Gesundes Leckerchen. Gänseblümchen, Himbeere, Holunder, Knoblauch, kokettes Leckerchen. Weiß nicht, kennen wir das überhaupt schon? Ich kaufe das mal. Kürbisleckerchen. Schnellwachsdünger. Schokobeere. Tierparty-Leckerchen. Veggie. Nö. Denkst du nicht mal dran, dass du uns vielleicht mal sowas Interessantes dingsen könntest? Nö, ne? So, wo kann ich dir denn den Kürbis geben? Oh mein Gott, ist das schwierig hier.
Präsentation der Lebensmittlerin linksbums neu einen Kürbis zu Agathe Knautschgesicht bringen. Du bist doch Knautschgesicht, Agnes. Agatha, kein Wunder, dass ich bei dir nichts finde. So, was haben wir noch? 6 weiße Eier. Eigentlich würdest du gerne 6 weiße Eier gerne haben wollen, ne? Aber haben wir jetzt nicht genug Eier dabei, oder was? Ach, Lieferant, das ist ja die Händlerin. Und wo ist der Lieferant? Irgendwo muss ich hier doch. Da ist die Ute. Da. Einladen auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Das ist irgendwie die Bürgermeisterin. Und die Agathe kennen wir noch nicht mal. Wie kann das sein? Doch, da ist sie doch. Und wo ist sie? Ach, guck mal, da ist sie. Kürbis liefern. Kleiner Kürbis, wir haben ja nur den. Oh Mann, Andy. Wie wär's, wenn du hier mal deinen blöden Kürbis ablieferst? Jetzt fährt er wieder mit dem Fahrrad. Okay, diesmal hat er es ja mal hingekriegt, mit dem Fahrrad einfach so durch die Gegend zu fahren. So, dann werden wir dem mal den Kürbis geben. Du wartest da ja schon gefüllte Monate drauf. Ich wohne zwar auch nicht mehr hier, aber ich helfe ja euch trotzdem noch bei den Botengängen, ne? So. Ja, aber meine Lieben, es wird mal wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit. Und ja, tschüss.